Ich könnte aber singen, wie das Honeyball immer macht, aber ich glaube, dann ist definitiv die Anzahl der Abonnenten und so, geht dann rapide auf jeden Fall nach unten. Ja, fülle ich die Fläche jetzt hier noch oder nicht? Die können wir von mir aus so lassen. Das ist ja erstmal Kack-Pups-Shit-Gedöns, egal. Hier ist mal eine Wasserquelle, die machen wir dann am Ende zu. Und hier, das könnte man theoretisch lassen. Ich weiß nicht so genau. Ach, guck mal hier, Kohle. Ein Kohle, das ist ja mal total pervers. Irgendwie kann ich nichts mehr aufsammeln. Hupsala. Och. Infoll. Weil hier ist so schön hoch. Hier könnten mal so schön ein paar Monster spawnen. Die Ecke ist ja quasi prädestiniert. Muss natürlich gucken, wie weit man weg ist dann immer, ne? Die spawnen ja alle nur, wenn du auch in der Nähe bist. Das lassen wir einfach. Scheiß da drauf. Shit, was drup. Wo habe ich hier drüben eigentlich so eine Dings angefangen? Das machen wir einfach wieder zu, als wäre nichts gewesen. Lal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 a. So, jetzt ist natürlich hier so ein bisschen die Frage der Fragen. Erstmal müssen wir hier mal Wasser nehmen. Nee, da schwimmt was weg von der Fackel und so. Genau. Meine Fresse. Ich komme ja super voran. Kann man eigentlich auch hier so einen Block mitmachen, theoretisch. Ach nee, daher steht hier dann, stehen ja lauter Monster dann rum. Guck mal hier. Oh ja, schmiedehaft gearbeitet. Jetzt habe ich eigentlich diese eine Bahn hier gelassen. Ich raff das gar nicht. Was habe ich eigentlich mir dabei gedacht? Gar nichts. Wahrscheinlich. Einfach nichts gedacht. Wie immer. Gut, hauen wir die halt auch noch weg. So, weg ist sie. Wir könnten hier natürlich ohne weiteres das Ding hier ausbauen. Und hier hinten müssen wir das noch nicht mal machen. Oh, die erste Abnutzung der Pickaxe. Oh. Imba. Kohle for the win. Zack. Kurz mal in die Lava. Guck mal hier, du. Ein Fundus schon wieder an Kohle. Will ich alles haben, kenne ich nix. So, haben wir das eben mal kurz ausgebeutet. Kommt wieder ein bisschen Minecraft-Musik. Über mir sind Monster gespawnt, nach wie vor, die offensichtlich dann nicht reinlaufen. Ich kann jetzt überlegen, spawnen nicht auch Monster im Wasser? Man könnte das Ding ja halb fluten. Man könnte das jetzt auch hier wie so ein Pilotprojekt mal ausprobieren. Upsala, hier liegen noch ein paar Koppels rum. Man könnte jetzt nämlich hingehen und den ganzen das ganze Ding hier. Na gut, hier geht's nicht, aber hier könnte man es machen. Von hinten sozusagen komplett mit Wasser abschrägen. Aber ich glaube, die spawnen nicht im Wasser. Irgendwie habe ich da sowas in Erinnerung. Gut, was wir auf jeden Fall mal machen jetzt. Hier sind die Fackeln weg. So, der Frischnickel halber. Haben wir das hier alles gemacht? Yes, we have. Dann kann das auch weg. Das kann auch weg. Die eine Fackel muss man hier verzichten. Komm jetzt hier raus. Ah, hier. So, hier weiß ich jetzt nicht. Thank you.
was wir damit machen sollen hier mit dem Raum. Ich denke, da werden wir hier einfach das so zumachen. Obwohl, da kommen noch Spinnen rein, ne? Muss man auch dazu sagen. Das sollte vom Lichtlevel nämlich reichen. So, weg damit. Jetzt muss ich ein bisschen gucken können. Könnte man sogar dazu übergehen, das so zu machen. Man kann hier sogar richtig um die Ecke gucken. Crazy, da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Hier geht auch nichts mehr ab. Zu damit. Wir könnten ja auch mal Treppenstufen hinmachen. Dass dieses scheiß Gehüpfe hier mal zu Ende ist. Ich will es ja auch mal nicht übertreiben mit den Treppenstufen jetzt, ne? Boah, 64 Treppenstufen. Ja, leck mich doch am Ärmel, ey. So. Ist doch schon viel angenehmer. Das können wir die auch noch hier oben machen. Ja, okay, war nur Spaß. Egal. Ja, da muss man nicht ständig hüpfen, das ist schon irgendwie cooler. Jetzt hier als alles so ein bisschen eng irgendwie. Können wir das hier noch ein bisschen. Nee, da haben wir natürlich nicht. Können wir das hier noch oder. Oh je, wir sind ja schon wieder grenzwertig. Hier war das glaube ich auch so, naja. Ups. Naja gut, wir lassen das eben mal so. Guck mal, hier können wir ja voll Design-Element-mäßig was machen hier. Gucken Sie mal ein Design-Element. Wollen Sie mal hier schauen, junge Frau? Oh ja, das war ja das absolut geilste Design-Element. Sieht jetzt ein bisschen komplett die Panne aus. Aber macht ja nichts. So, da sind noch unzählige Monster uns besuchen. Hier könnte man echt mal Treppen hinmachen. Aber das sieht auch scheiße aus. Wenn du dann so Treppen hast. Wie sieht denn das aus? Vollkommen scheiße, oder? Diese Hüpferei hier in dieser Ecke nervt immer nur so ein bisschen. Und wenn wir das so machen. Und vielleicht so. Oh gut, das reißt jetzt auch nicht unbedingt raus. Ach, hab ich die Tür aufgelassen. Das war ja wieder ganz schlau. Naja gut, wir gehen mal hier nach Hause eben. Und gucken mal, ach, Cobblestones brauchen wir ja ganz dringend. Ne, wie man ja unschwer erkennen kann. Gut, da machen wir folgendes, wir ballern die einfach mal hier rein. Machen halt Cleanstones draus. Die brauchen wir bestimmt irgendwann auch mal. Ne? Und ja, was haben wir hier noch? Ja genau, Cleanstones. Das heben wir uns auf. Erde haben wir ja auch ein bisschen weg. Ach, die Mossis könnten ja eigentlich mal da raus. Machen wir das mal so hier. Hm? Wo machen wir denn die Mossis hin? Was ist denn hier überhaupt drin? Ja, Loot, Redstone, Krams, Holz, Miete. Boah. Ja, machen wir sie halt hier rein. Komm, ist doch scheißegal. So, wir brauchen noch ein paar Scheiben. Die sollten reichen. Hier haben wir auch schon alles Mögliche drin. Dann machen wir die mal eben mit rein. Dann
viel Kohle eigentlich hier? Kohle ist bei Holz, das gehört ja schon fast bei Guts mit rein. Naja, egal. Jetzt habe ich noch die Treppen, wo mache ich denn die jetzt eigentlich hin? Habe ich hier schon Treppen irgendwo reingeschmissen? Da oben. Das hier nehmen wir auch mal raus. Cool, da passen sogar noch welche rein, du. Dann machen wir die hier eben. Redstone-Krams, da ist ja so Nether-Scheiß auch drinne. Da können wir von mir aus die auch noch mit reinmachen. Die hier komprimieren wir mal eben sozusagen. Wenn ich das mal so sagen darf. Ach nee, das war ja auch noch anders. Och du meine Güte. So, haben wir das zumindest ein bisschen verkleinert. Ja, was machen wir denn noch? Was haben wir denn da noch nicht so im Angriff genommen? Scheiben habe ich jetzt dabei. Die können wir eben nochmal machen. Dann gehen wir nochmal rüber zur Farm. So, da kommt schon was raus. Muss ja, wir waren ja jetzt auch ein paar Blocks weit weg. Da muss ja mal was passieren jetzt hier. Hier klopft schon. Wahrscheinlich hier. Ich kann ja mal eine Eisentür hinmachen, da habe ich ein bisschen Angst. Ja, da kannst du blöd gucken, ist mir wurscht. Da hinten ist irgendwas gespawnt. Kann man kaum erkennen, ich glaube ein Skelett ist das. Das war knapp. So, es ist das Skelett mal ins Wasser gefallen. Das kann man kaum erkennen. Ob das jetzt da hinten hochgeht, werde ich gleich sehen. Ich kann es nicht mehr erkennen. Ja, da hinten ist das Skelett. Und hüpft jetzt da irgendwo rum. Naja gut. Die werden schon irgendwann da reinlatschen. Hopefully. Ne wo? So, wir haben unsere Bude ein bisschen vergrößert, dass wir hier ein bisschen glotzen können. Zumindest ist da schon mal was gespawnt, das ist auch schon mal was wert. Da hinten steht auch ein Skelett, das ist glaube ich der da hochtransportiert wurde. Aber Hauptsache das nach oben transportieren funktioniert, das ist mir wichtig. Hätte ich hier noch fast eins nach vorne setzen können. Deswegen stehen ja auch immer hier die Monster und so. Aber egal, wir haben ja nur noch eine Glasscheibe. Wollen wir es nicht übertreiben. Ne? Hier habe ich sogar Blocks genommen, sehe ich gerade. Ja, cool. Müssen noch ein paar Monster reinlaufen. Das kriegen die ja bestimmt auch noch raus, dass man da Spaß haben kann. Hier wollten wir irgendwann mal einen Park hinmachen. Das haben wir bis dato aber nicht gemacht. Naja, ist ja nicht schlimm. Können wir ja noch. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich will jetzt mal hier raufgehen. Da oben ist ja immer noch Erde, sehe ich gerade. Irgendwie passend. Da können wir ja einfach mal so ein paar hier reinwerfen. Ring, ding, 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 ding.
Moment mal, ich mache eben noch was. Genau, die bauen sich ja teilweise alleine ab, genau. So, hier ist unsere Obst- und Gemüseplantage. Ach, guck mal hier, da gucken wir auch mal drauf. 1, 2, 3, 4. Flupp. Da haben wir schon alles, was wir brauchen. Und hier müssen wir irgendwo... wo haben wir die Ho hin? Oh, scheiße. Tja, ihr seht schon, hier kommt schon einiges am Start. Aber ohne Ho ist das auch scheiße. Habe ich noch Sticks? Nö. Eisen habe ich noch. Dann mache ich mir halt eine Rudi. Fliegt wieder irgendwo rum, was weiß ich. Ist auch nicht dramatisch. Wir machen das jetzt mal so. Bepflanzen das hier neu. Dass wir hier wieder ein bisschen Vorrat haben. Weil ich will ja jetzt gleich mal ein paar Tiere noch vermehren. Ja, wir müssen ja hier als gute Landwirte auch immer dafür sorgen, dass wir genug Tiere und so am Start haben und genug Futter und so, das machen wir hier alles. Das machen wir hier alles natürlich hochgradig professionell. Obwohl, nee, hier machen wir das mal so. So. Ja, Eier kriegen wir hier rein. Drücken hier mal. Oh, dunkel. Drücken hier nochmal so Button. Plopp! Und Leitung scharf. Und ab geht die Luzi. Pam, 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 pam. Fällt alles runter, ist wie Weihnachten, nur viel schöner. Einfach hier langlaufen und alles einsammeln. Geil, oder? Da macht doch Minecraft gleich viel mehr Spaß. Warum sind die Seeds hier oben? Ich teile es jetzt mal hier so auf. So soll es ja irgendwann mal aussehen. Theoretisch brauchen wir überhaupt keine Seeds. So, hier haben wir die. Hier haben wir die Kameraden. Können wir gerade nochmal machen. Auch die werden irgendwann so aussehen. Mehr wie 21 Seeds, wenn wir da oder was da eben rauskommt, nie brauchen. Denke ich mal. Und auch das hier kann weg. Eier hier rein. Hier. So, dann gehen wir nach Hause. Schlafen mal eine Runde, wird ja auch mal wieder Zeit. Oh, da ist sogar ein Pfeil rausgekommen. Ein Pfeil. Apropos Pfeil, da kommt übrigens ein laufender Pfeil. Hehehehe, da läuft der, da läuft der. Ich gehe nach Hause. So. Ich gehe schlafen und schließe die See hier mal ab. Falle.